Ja, ich bin an meinem Urlaubsort angekommen und das ist das kleine Hexenhäuschen hier, in dem ich jetzt die nächsten Tage verbringen werde. Ha, ist das nicht goldig? Ich bin total angenehm überrascht. Das ist so niedlich, das Häusle. Alles klein und putzig. Holz überall. Eine kleine Dusche, Bad, Abstellfläche. Das ist so eine süße kleine Mini-Küche, aber es ist alles drin. Ein kleiner Herd. Ja. Und dann dachte ich mir, wo sind denn hier die Schlafräume? Oder wo kann man hier schlafen? Weil das hier, sehe ich hier das hier. Guckt es euch an, ist das nicht niedlich? Hier geht so eine kleine Treppe hoch. Oh Mann, hier dürfte aber nicht besoffen sein. Dann hast du echt ein Problem. Herrlich. Ach, ist das goldig. Eieiei, ist das süß. Aha. Also hier hast du ein einzelnes Bett. Aha. Wo man jemanden übernachten kann. Und hier drüben ist Doppelzimmer. Ja. Ist das niedlich. Goldig. Draußen steht mein Fahrzeug. Und wer hätte es gedacht, selbst die Gardinen hier sind mit Schmetterlingen. Herrlich. Das ist ja echt goldig. Das hier ist wahrscheinlich der Schrank. Ja, cool. Guckt mal. Schön. Ja. Hinten steht ein Feuerlöscher drin. Sehr gut. Wunderbar. Na, dann werde ich mich jetzt mal hier häuslich niederlassen. Na, komm her. Krieg ich das mit einer Hand nicht zu hier? Auf, ja, aber zu. Ah, doch. Gut, dann, ja, gehe ich runter und räume mal meine Sachen aus. Die Treppe, die ist ja hier, boah, sowas von steil. Und so kleine Stufen. Also hoch zu's geht's ja, wenn man dazwischen kommt, aber runter zu's muss man seitlich laufen. Ja, super. Wohnzimmer. Ich finde den Eingangsbereich halt einfach toll hier. Absolut genial. Super hell, super schön. Oh, ich werde es mir jetzt hier gut gehen lassen, nachdem ich 2 Wochen eingesperrt war. Genau. Hallo, ich grüße euch. Die Quarantäne ist beendet. Juhu. Und ich habe die Gunst der Stunde genutzt und direkt meinen Urlaub angetreten. Habe mich ins Auto gesetzt und bin an die Richtung Eder gefahren, also an den Edersee. Der liegt so ein paar Kilometer von meinem Aufenthaltsort entfernt. Und ja, was soll ich sagen? Hier oben liegt ein bisschen Schnee. Es ist eine wunderschöne Gegend. Ich werde heute, oder ich bin mittlerweile schon auf dem Nuune Höhenweg unterwegs, der so um die, was waren das? Ich glaube 12 Kilometer hat. Hab leichtes Gepäck dabei und werde ja mich mal wieder ein bisschen trainieren, weil wie gesagt, durch die 2 Wochen Quarantäne hat meine Kondition ganz schön gelitten. Dem werde ich jetzt hier und heute und diese Woche Abhilfe schaffen. So hoffe ich doch. Und das wird nichts Spektakuläres. Ich laufe einfach diese Wandertour hier und werde euch zwischendurch so ein bisschen was zeigen, wenn es was zum Sehen gibt. Hier zum Beispiel, also hier haben wir zum Beispiel die Schilder. Da steht noch eine Hütte. Bin jetzt hier oben entlang gelaufen, das ist am Waldrand, da stehen so kleine Häuschen und die sind alle privat, aber wunderschöne Hütchen sind da dabei. Ja, und das hier ist der Nuune Höhenweg, das heißt, wie gesagt, es geht jetzt hier, die Wegführung geht jetzt erstmal hier lang, hat 12 Kilometer und ja, und wer mag, kann mitkommen. Genau, und jetzt geht's los, ne?
haben wir hier Buchen-Eichenwälder-Mischung. Und ich laufe jetzt hier so am Waldrand entlang. Also die Tour bis jetzt ist sehr abwechslungsreich. Hier haben wir ein Tal, da führt ein Bächle durch, da vorne, wo ihr die geraden Baumreihen da seht. Mal gucken. Ja, und wie gesagt, hier liegt immer noch ein bisschen Schnee, aber nicht mehr so viel. Es taut mittlerweile alles weg. Ja, da es heute sehr neblig ist, wird alles klamm und feucht. Also es regnet jetzt nicht, aber wie man an den Haaren sehen kann, geht der Niesel, also dieser Nebelniederschlag, das geht auf die Haare und auch auf die Klamotten. Hier ist alles klamm. Leucht sich alles auf hier. Ja, ich werde jetzt hier noch eine Weile laufen. Ich habe jetzt ungefähr 4,5 Kilometer zurückgelegt. Wie gesagt, 12 sind es insgesamt. Bin mal gespannt, was mich jetzt hier noch so erwartet. Ich werde dann irgendwann mal zwischendurch ein kleines Päuschen machen und einen Augenblick verweilen. Genau, und jetzt werde ich erstmal ein bisschen laufen wieder. Und jo, bis dann. Das ist ja mal ein sehr spannender Wildwechsel. Der führt von hier oben aus dem Wald raus, geht hier runter, lala, und dann irgendwo hier über den Weg, Entschuldigung, und dann hier runter. Und dann geht es hier auf die Wiese zum Äsen. Interessant. Was ich hier besonders schön finde, ist, guckt mal, hier ist alles voller Moos. Das sieht immer so schön aus. Es gibt so einen hellen Farbtupfer dann im Wald. Hier haben wir noch einen. Der ist sogar noch steiler wie der vorherige Wildwechsel. Und hier, also der ganze Hang hier scheint als Wildwechsel genutzt zu werden hier. Da auch nochmal. Wow. Und wie steil das ist. Ja, das ist schön hier. Baumstamm an hier. Ist das nicht herrlich? Wie so eine kleine Kröte oder ein Kobold sieht es aus. Da die Knubbelnase, der Bauch und rechts und links die Beine. So, hier haben wir die Nune. Deshalb heißt der Weg auch so. Nune Höhenweg. Weil der immer wieder an der Nune entlang oder die Nune kreuzt, entlang führt. Und ja, hier haben wir jetzt wieder ein schönes Tal da drüben. Also bis jetzt bin ich richtig begeistert von dem Weg. Es ist halt heute ein bisschen diesig, aber das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch. Wenn man 2 Wochen im Haus war, freut man sich über die frische Luft und die Natur. Und ich finde es halt auch relativ abwechslungsreich hier. Und sind jetzt noch 1,5 Kilometer, glaube ich. Und dann kommt man zu so einem Höhenausblick. Und da werde ich dann erstmal eine Pause einlegen. Und mal gucken, dass es was zu essen gibt. Thank you.
Ja, jetzt ist man aus dem Wald raus. Jetzt geht es hier so einen kleinen Weg entlang, unterhalb von diesen, was sind es? Tannen. Und hier hat man hier so einen schönen Blick runter ins Dorf. Und wie ihr sehen könnt, alles Nebel. Es ist schon den ganzen Tag neblig heute. Und eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit. Aber das hier ist ja jetzt schön, hier durchzulaufen. Oh, eine Krähe. Und da vorne kommt eine Bank. Wenn da jetzt noch eine Hütte dabei ist, müssten wir hier mal eine Pause machen, weil ich habe immer noch nichts gegessen. Und irgendwie langsam Hunger. Boah, guckt euch das mal an, wie schön das hier ist. Wenn die sieht, nein. So, von da oben, diesen Weg, bin ich jetzt hier runtergekommen. Und das hier ist, wie es hier weitergeht. Das sieht so urgemütlich aus, so urig. Auch mit den Bäumen hier, mit den Flechten. Guckt euch das mal an, hier oben. Das ist jetzt eher Moos, ne? Ist alles bemoost hier auf der Seite. Hier haben wir dann Flechten. Also hier, ich nehme an, also dass das hier Flechten werden. Wobei, hier unten ist auch Moos dabei. Das ist beides, Moos und Flechten. Oh, das sieht so toll aus hier. Der ganze Weg ist so... Oh, mit den Wurzeln, die hier über den Weg gehen. Hier hat wieder Schwarzwild aufgebrochen. Oh, ist das hier schön. Ja, also, jetzt mal ein kleines Fazit. Der Weg ist relativ schön und gut zu laufen. Ein Teilstück dabei hat mir nicht ganz so gut gefallen. Das ist, da kreuzt er eine Hauptstraße oder eine Straße und führt dann oberhalb dieser Straße entlang und da fährt man dann halt den Verkehr. Ja. War jetzt nicht so prickelnd, aber das war nicht allzu lange. Von daher kann man das mal in Kauf nehmen. Ansonsten fand ich den Weg wirklich sehr, sehr schön. Ich bin jetzt mittlerweile auf dem Weg schon zum Auto. Gegessen habe ich jetzt nichts unterwegs, weil es einfach hier keine Möglichkeit gab. Also keine Bänke oder irgend sowas. Also gab schon, aber es regnet mittlerweile so heftig, dass dass das irgendwie ganz schwierig ist, hier sich irgendwo hinzusetzen. Da bist du durchgeweicht, da kriegst du auch nichts zum Kochen. Ich habe einen Spirituskocher dabei, also der Trangia halt. Und ja, da regnet es dann mehr rein, als dass ich dann irgendwie zum Kochen komme. Hier wäre jetzt auch wieder mal, das hier sieht ja jetzt auch nochmal ganz nett aus, schaut mal. Hier gibt es auch nochmal Bank, da ist ein Korb mit Kinderspielsachen. Ach, das ist ja nett gemacht. In Wichtelhausen. Ob das hier so eine Art Kindergarten ist? Waldkindergarten? Möglich wäre es, so wie das aussieht. Ja. Aber das wäre jetzt wirklich ein absolut naturwahr nachher Waldkindergarten, wenn das einer denn sein soll. Also, das sieht echt schön aus hier.
hat was von Wichteln. Ist ja auch Wichtelhausen hier. Schön. Ja, hier drüben ist noch eine Kiste. Die ist aber verschlossen. Oder ist die offen? Ach nee, die ist sogar offen. Wollen wir mal reingucken? Hokus pokus. Also, ach, guck mal an hier. Schatztruhe. Tauschen von Spielsachen. Schaut mal. Tauschen von... Wenn du eins von deinen Spielsachen mitgebracht hast, dann kannst du es in die Truhe legen und dir ein anderes rausnehmen. Ach, das ist das mit den Wichteln. Ach, schön. Hier, die Eiskönigin liegt da drin. Ein Buch. Und diverse kleine Spielsachen. Ach, schön. Nette Idee. Ja. Gut. Ach so, Deckel wieder drauf. So, Deckel wieder runter. Und ja, für mich, wie gesagt, geht es jetzt hier Richtung Auto. Denn, wie gesagt, es regnet. Und jo, deshalb sage ich euch jetzt von hier aus tschüss, ihr Lieben. Biene sagt tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, bleibt gesund.